Drachensturm! Drachensturm! Drei Gemeinde und willkommen zu einem weiteren Frozenheim-Video. In diesem Fall das Video des Wolfsklans. Der Wolfsklan dürfte der wohl so typischste Wikinger-Clan von allen sein, denn wir haben als Heldin eine Schildmaid und wir haben als spezielle Einheit die Berserker. Was ist so, wie mehr Wikinger geht nicht, oder? Nun, zuerst einmal die Berserker. Die machen ihrem Namen ziemlich alle Ehre. Sie sind eine sehr gute Nahkampf-Unit, sind dabei nicht ganz so stark wie die Speerträger, aber haben mehr Leben als die Speerträger, gleich viel Leben wie die Schildträger und haben mehr Schutz vor Pfeilen. Okay, gut, die Elite-Speerträger sind noch mal krasser, was den Pfeilschutz angeht, sehe ich gerade, ne? Aber das ist halt, was sie upgegradet sind. Und was halt ist? Okay, sie sind auch schneller als alle anderen Units, außer tatsächlich jetzt die Elite-Schildträger, die sind tatsächlich noch schneller. Das finde ich jetzt krass. Die Elite-Schildträger sind auch stärker als besser. Heilige Scheiße, die Elite-Schildträger sind ja richtig stark geworden. Okay. Also auch das Bild hat sich geändert, ne? Ihr seht, dieses Bild, das hier sind die normalen Schildträger. Wir können die beiden Units jetzt auch mal nebeneinander stellen. Warte mal, sind das jetzt Frauen? Ich glaube, die Elite-Schildträger sind Frauen. Ha, lol. Sie haben auch den größeren Schild, wie man sieht. Also, wenn man das jetzt hier so anguckt, die beiden Units mal vergleicht. Also, der Damage ist extrem weit höher. Das Leben ist ungefähr gleich. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist ein bisschen höher und der Schutz vor Schilden, vor Pfeilen ist auch deutlich gestiegen. Also das ist jetzt eine ziemlich heftige Unit. Und es sind, glaube ich, tatsächlich Frauen, weil wir haben auch die Fähigkeit gekriegt, Zorn der Walküren. Das sollen die Walküren darstellen. Das sind jetzt wirklich die Shield Maiden. Erhöht die Macht um 50% und die Geschwindigkeit um 30%. Nochmal mehr. Also die sind heftig. Mit anderen Worten, wir haben beim Wolfsklan die Shield Maiden und die Berserker. Also wirklich die zwei absolut Wikinger-typischsten Einheiten, die man überhaupt haben kann. Wenn man sich so überlegt, Conqueror's Blade als Vergleich sind genau das. Die Berserker, die lila Unit. Die Shield Maiden, die gelbe Unit. Und das Krasse ist, beide kriegen wir schon direkt von Anfang an. Also es empfiehlt sich hier wirklich, die Shield Maiden, die Elite-Schildträger, instant von Anfang an zu holen. Die sind richtig stark. Also, ja, an der Stelle muss ich tatsächlich sagen, die Elite-Schildträger sind stärker als die Huskale. Kosten weniger Ressourcen. Und ja, es scheint tatsächlich allgemein so, dass der Wolfsklan wirklich der Kriegerclan ist. Die Hirsche, die ja die Huskale haben, sind so ein bisschen ausgeglichen. Und die hier sind rein der Kriegerclan. Und das merkt man, sie haben wirklich die absolut stärkste Unit im ganzen Spiel. Elite-Schildträger. Dann haben sie allerdings kein zusätzliches Gebäude, außer die genannten, was die, die alle haben, der Schrein, der bei den Glaubensbedürfnissen erhöht. Und dann der Obelisk. Dieser erhöht den Schaden bei Einheiten in seiner Nähe. Hier haben wir jetzt ein bisschen das Problem, dass es wäre eigentlich eher etwas, was denn der Angriff, für den Angriff ist, aber... Okay. Aha! Nestern. Das Grüne.
Warte. Geht die hier raus? Ne, es bleibt. Oder lässt es mit der Zeit nach? Lädt das auf? Ja. Scheint fast so. Das lädt auf und lässt dann mit der Zeit nach. Das ist also ein zeitlicher Buff. Okay, damit wäre das tatsächlich sogar interessant. Wenn es wirklich ein Buff ist, wenn es sich holt, man läuft rein und dann läuft er mit der Zeit, lässt er nach. Dann kann man hier reingehen und dann angreifen und hat ihn da draußen immer noch. Das wäre natürlich geil. Also da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Oder ob das... Oder ob ich das falsch verstanden habe jetzt. Jetzt bin ich außerhalb. Okay, ne, aber warte, warte, warte. Warte. Hier haben wir etwas Doppelte in Grünen. Okay. Also, wir haben den Radius, wo er die maximale Stärke hat. Dann geht es noch ein bisschen weiter raus. Da ist ein bisschen abgeschwächt der Effekt, aber ist immer noch da. Aber danach irgendwann hört er auf. Ja, verstohlen. Was leider ein bisschen schade ist tatsächlich. Weil damit bringt er im Angriff eigentlich einfach nichts. Naja, egal. Kommen wir zum Rest der Technologie. Also, Schmiedemeister beschleunigt die Forschungszeit der Waffenschmiede um 100% und verringert die Forschungskosten um 50%. Also, das hier geht schneller und günstiger. Also, das ist alles Kriegerzeugs, ne? Der Kriegerclan. Quartiermeister, die Rekrutierung von Einheiten erfordert keine Nahrung. Oh, war der ernsthaft? Oh, das ist natürlich krass. Das heißt, das ist ein Clan, der so ein bisschen auf Nahrung verzichten kann. Okay. Wenn du zumindest 5 rekrutierte Gruppen hast, sinkt die Unzufriedenheit um 0,2 die Sekunde. Also auch da wieder, du brauchst Krieger. Für jeden getöteten Gegner fällt die Unzufriedenheit um 10. Du brauchst Krieger. Die rekrutierten Einheiten sind auf Stufe 2, also du produzierst allgemein von Grund auf stärkere Krieger. Ermöglicht dir Einheiten in Räuberlager zu heilen und wieder aufzustocken, also das heißt hier das hier habe ich schon ausgenommen, diese Lager hier. Wenn man die Räuber hier geklaut, gekillt hat, fungieren die hier für den Wolfsclan als Lager. Was bei den anderen auch nicht der Fall ist. Die Abklingzeit der Kampffähigkeiten der Einheiten ist um 50% reduziert. Also die können ihre Fähigkeiten doppelt so schnell oder doppelt so oft nutzen wie alle anderen Clans. Und dann erhöht die Geschwindigkeit der Schüsse vom Wachturm um 20%. Also, wir haben im Prinzip zwei ziemlich ausgeglichene Clans, der Raben-Clan, also der Krähen-Clan und der Hirsch-Clan, die sind ziemlich ausgeglichen, was den Aufbau der Siedlung angeht, das Ressourcenmanagement und die Krieger. Dann haben wir einen Clan, der Bären-Clan, der sehr stark auf die Power der Gebäude ausgelegt ist, also verstärkt seine Gebäude und ist stärker gegen Gebäude des Feindes, des Gegners. Und dann haben wir hier den Wolfsclan, der eigentlich komplett out of Ressourcenmanagement ist. Du hast keinen Boost für irgendwelche Ressourcen, außer dass du weniger Futter brauchst. Und außer dem Futter hast du sonst auch keine Reduktion vom Verbrauch. Also was die...
Was das Ressourcenmanagement angeht, ist der Wolfsclan der schlechteste. Aber die Forschung sind dafür größtenteils auf die Krieger ausgelegt. Wir haben die absolut stärkste Unit im ganzen Spiel mit denen hier. Und wir haben einen sehr ausgeglichenen Helden, die auch eine Frau ist. Also der Wolfsclan hat die stärksten Units Held und die stärksten Units Frauen. Okay. Sind halt die Shieldmaiden, ne? Und dann haben wir eben einen sehr ausgeglichenen Helden, der auch sehr vielseitig genutzt werden kann. Wir haben bei Sigrid von Grund auf das Schwert 25% Wahrscheinlichkeit für eine sofortige Tötung. Das hatten wir ja auch beim Bärenclan bei der Axt mit 15%. Also Sigrid ist mit dem Schwert schon mal sehr, sehr mächtig. Jeder vierte Hieb ist ein Insta-Kill. Was vor allem auch gegen feindliche Helden unglaublich mächtig ist. Dann haben wir den Speer. 25% Wahrscheinlichkeit innerhalb der Schwungreichweite Flächenschaden zu verursachen. Also hier haben wir eine Waffe gegen feindliche Helden. Hier haben wir eine Waffe gegen feindliche Truppen. Beide offensiv. Dann haben wir allerdings noch eine defensive Waffe. Speer und Schild. 30% Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu blockieren. Und wenn wir Speer und Schwert und Schild nehmen, ist halt wirklich so in der Gruppe hier mit dem Schild und der Einhandwaffe, ne? Passt zu den Elite-Schildkriegern. Ist krass. Dann ihre Fähigkeiten. Ihre erste. Sie erhöht ihren Schaden für 60 Sekunden lang um 30%. Und sie ist ohnehin schon ein ziemlich guter Damage-Stealer. Und da kommt das noch dazu. Ja, moin. Dann die nächste Fähigkeit. Sie steigert die Rüstung der Krieger in Aura-Reichweite 30 Sekunden lang um 25%. Wir haben ohnehin schon die stärkste Defensiv- und Offensiv-Einheit hier dabei. Und dann pushen wir deren Verteidigung nochmal, um auch ihren hier maximierten Damage auszugleichen und noch die maximierte Defense zu haben. Heftiger Scheiß. Dritte Fähigkeit. Sie stürmt auf die ausgewählte Stelle, rammt Einheiten auf dem Weg und zerstört 50% ihrer Rüstung. Das haben wir auch hier. Zorn der Valkyren erhöht die Macht um 50% und die Geschwindigkeit. Nee, Moment. Nee, das waren die Berserker. Gruppe stürmt auf die ausgewählte Stelle und rammt Einheiten auf dem Weg. Also das heißt, sie ist vom Aufbau her eigentlich ein Elite-Schildträger, hat aber auch die Fähigkeit der Berserker. Wie gesagt, hier die drei hier sind Wikinger durch und durch. Das ist das, was du dir unter Wikingern vorstellst. Dann hast du hinten dran noch ein paar Bogenschützen. Bogenschützen haben Wikinger eigentlich nicht so viel. Also passt das sogar so in der Aufgabenverteilung. Die hier, die kannst du wegschmeißen. Ja, dann haben wir noch eine Fähigkeit. Und zwar Sigrid beschwört einen Rudel Wölfe für 30 Sekunden. Also, holy fuck. Der Wolfsclan ist auch der erste, den ich damals ausgewählt habe, als ich das erste Spiel gespielt habe. Der Wolfsclan ist der mächtigste von allen, definitiv. Und allein deswegen ist er ja auch schon... Ja, erstens, der Wolf ist das schönste Tier von den Vieren. Krähe, Hirsch, Bär, Wolf. Da gefällt mir der Wolf am besten, deswegen habe ich den Wolfsclan auch beim ersten Mal gewählt. Er ist der stärkste kämpfende Clan, der allerdings halt das schlechteste Ressourcenmanagement hat. Allerdings ein Wolfsclan als Verbündeten zu haben, wenn du irgendein ressourcenmanagender Clan bist, also der Rabenclan oder der Hirschclan,
Da bist du extrem froh drüber. Das Ding ist, der Hirsch-Clan und der Wolfs-Clan supporten sich gegenseitig sogar richtig gut. Denn die Hauptstärke, oder sagen wir, die stärkste Unit, oder? Nein, falsch. Die Bogenschützen sind bei den Hirschen am stärksten. Bei keinem anderen Clan sind die so stark. Das heißt, du kannst als Hirsch-Clan im Prinzip ein bisschen auf die Huskarle gehen, aber hauptsächlich auf die Bogenschützen und sonst halt auf das Ressourcenmanagement. Und dann supportest du mit deinem Helden, der Support ist, und deinen Bogenschützen im Krieg den Wolfsclan, der hier eigentlich voll auf Nahkampf mit den stärksten Units ausgelegt ist. Also die beiden in Kombination, finde ich, sind die besten. Also wenn ihr irgendwie mit einem Kumpel zusammenspielt, ihr zu zweit spielt, dann nutzt wirklich am besten die Kombination Hirsch und Wolf. Das scheint mir die stärkste Kombination zu sein. Auch wenn der Bärenclan mit seinem buffenden Helden auch nicht schlecht ist. Darf man nicht vergessen. Und der Krähenclan ist halt so ein Kundschafter, der ja noch extra kleinere Posten bauen kann, die die Umgebung erspähen. Also alle vier Clans haben so ihre Richtung. Es scheint allerdings nicht so zu sein, dass irgendein Clan zu overpowered ist. Also es scheint wirklich ziemlich gebalanced zu sein. Ich hoffe, dass da noch mehr Clans dazukommen. Irgendwann. So, zwei, drei dazukommen. Und im Prinzip sind die alle so aufgebaut, dass sie sich gegenseitig supporten. Der Hirschclan, Bogenschütze von hinten. Wolfsclan geht in die Front, ganz klar in die Front. Der Bärenclan, hauptsächlich der Held, der Buffs gibt. Buffs für die eigenen und Debuffs für die Feinde. Was hat der jetzt nochmal als. Ach ja, die Fallensteller. Ja, eben, Fallen stellen. Irgendwo im Wald Fallen hinlegen. Dann stellt man die eigene, hier stellt der Wolf seine Truppen hinter die Fallen, der Hirsch seine Bögen nochmal weiter hinten und der Rabe, also die Krähe, geht mit seinen Spähern nach vorne und kundschaftet aus, wo der Feind ist und lockt den Feind potenziell zu den Fallen und dann in die verbündeten Soldaten. Also untereinander supporten sich die Clans enorm. Gut. Damit wäre es das zum Wolfsclan gewesen. Ich freue mich jetzt darauf, noch Ragnarök auszulösen. Dafür werde ich den Herrschclan ein bisschen spielen. Ich verabschiede mich von diesem Video. Wir sehen uns bei Ragnarök wieder. Bis denne. Und möge dir so kriegerisch sein wie der Wolf.